Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Aber aussehen tun diese Leckereien ja schon mal richtig gut. Ana Aliyev lässt sich ab jetzt zum Saisonstart wieder jede Menge Unverschämtheiten einfallen in seinem Eislabor in Hannover-Bothfeld. Heute gibt's nichts für schwache Nerven. Pflaume mit Speck machen wir heute. Kann man aus allem Eis machen. Bratwurst, vom Fleisch, alles, alles. Aber man muss schon ein bisschen was machen, ne? Und er macht einfach alles, was ihm schmeckt. Dann braucht es ein paar Mischversuche, bis der Eismacher herausfindet, Zucker, Wasser, Bindemittel, Pflaumen, Speck, das alles zusammengemischt, ist ein echter Fruchteis-Leckerbissen. Das Ganze einmal grob pürieren und dann noch einmal fein pürieren. Und dann sieht das so aus. Siehst du schon? Das ist wie so wie ganz feiner Mousse. Und dann gibt das eben auch diese cremige Struktur. Während der Saison produziert Aliyev rund 600 Liter Eis pro Woche. Jede Sorte hat Charakter, wie das exotische Chamu-Chamu-Fruchteis, zartbitter mit Ingwer oder Tahiti-Vanille. Die Schoten übrigens schweineteuer. Apropos Schwein. Unsere Pflaumenspeck-Variation wandert jetzt in die Eismaschine. 10 Minuten rühren und kühlen. Und das, was dabei rauskommt, tada, sieht doch wirklich nach Eis aus. Lecker. 150 Sorten hat Ana Aliyev schon ausprobiert. Manche macht er nochmal, andere lässt er lieber sein. Eins kommt für ihn jedoch niemals in die Tüte. Fischiges Eis oder Lachs wird das beim Kalt minus Frier wird das schon komisch schmecken. Da würde ich das schon nein sagen. Ja, dann schauen wir doch nochmal, was die Hannoveraner von der Pflaumenspeckkreation halten, beziehungsweise ob sie überhaupt eine Ahnung davon haben, was sie hier essen. Leberwurst? Ich weiß es nicht. Fruchtig auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Cannabis vielleicht? Der Geschmack kommt mir bekannt vor. Darf ich nochmal? Ja, natürlich. Danke. Datteln, Feige, sowas in der Richtung, Pflaume. Okay, auch gut. Und halt Speck dazu. Ist nur wichtig, dass man bei dieser Blindverkostung keinen Vegetarier erwischt. Ach, Moment mal. Die wichtigsten Zutaten für das perfekte Eis hätten wir ja fast vergessen. Leidenschaft, Liebe, dann schmeckt das genauso viel mehr. Und darüber lässt sich, weiß Gott, nicht streiten.